Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und ich glaube, das heutige Thema ist offensichtlich. Heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News und es geht um Marco Richter. Marco Richter wird sich dem ersten FSV Mainz 05 anschließen und dieser Deal ist bereits von Hertha als auch von Mainz bestätigt worden. Das heißt, der Deal ist bereits offiziell. Und ich würde sagen, verlieren wir Zeit, lasst uns genau über dieses Thema sprechen. Denn ich habe zu diesem Thema eine klare Meinung. Und die Ablösesumme ist bereits auch schon bekannt. Hertha BSC transferiert Marco Richter mit sofortiger Wirkung zum ersten FSV Mainz 05. Damit kehrt Marco Richter zurück in die Bundesliga und wird weiterhin in der Bundesliga spielen. Uns verlässt er allerdings 8 Tage vor Transferschluss. Und ich möchte diesen Transfer einfach mal etwas Revue passieren lassen. Wir haben ihn vor 2 Jahren verpflichtet für eine Ablösesumme rund um 7 Millionen Euro. Und man muss sagen, dass er bei uns mehr oder weniger nicht ganz so gut performt hat, wie ich es von ihm erwartet hatte. Ich muss sagen, die 7 Millionen Euro, die waren deutlich zu hoch eingeschätzt. Wir haben ihn jetzt auch nur für knapp 3 Millionen Euro wieder verkauft. Das ist wieder mal ein Verlust von 4 Millionen Euro. Und meiner Meinung nach war es auch so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte, als wir ihn verpflichtet hatten. Er hatte definitiv bei uns einige gute Spiele. Zum Beispiel das Spiel gegen Borussia Dortmund, wo er 2 Tore erzielt hat. Das war ein gutes Spiel. Aber er hatte andererseits auch Spiele, wo er komplett untergetaucht ist, wo er einfach nicht sein Offensivspiel gezeigt hat. Er war immer gefährlich mit einzelnen Weitschüssen. Wenn er getroffen hat, dann war es meist immer sehenswert. Meiner Meinung nach ein Spieler, der viel Potenzial hatte, aber dieses Potenzial bei uns viel zu selten gezeigt hat. Er war einfach zu inkonstant. Er hatte gute Spiele, aber auch komplett gruselige Spiele. Seine Ballbehandlung, sein Dribbling ist einfach nicht ausreichend genug gewesen. Und vor allen Dingen jetzt, die letzten 4 Spiele in der zweiten Liga, die waren richtig schlecht. Insgesamt bin ich von ihm und von diesem Transfer enttäuscht. Wir machen jetzt am 22.08., paar Tage vor Transferschluss, eine riesige Lücke auf. Eine Lücke auf der 10 und das, obwohl wir ohnehin kein Mittelfeld haben. Wir haben jetzt gerade keinen Zehner. Und ich denke mal, Dada möchte weiterhin sein 4-2-3-1 ausprobieren. Und auf der 6er Position haben wir immer noch keine Spieler. Dort haben wir immer noch nur Pascal Clemens und Martin Dardai. Suat Serdar wird sich Hellas Verona anschließen. Der Deal ist auch schon so gut wie durch. Der Medizincheck war dazu heute. Mal gucken, wann dieser Deal verkündet wird. Möglicherweise heute oder morgen. Und ansonsten muss man eben sagen, dass das aktuell wirklich eine katastrophale Saison werden könnte. Dass wir zumindest darauf zusteuern. Wir verlieren gerade komplett an Qualität. Und wir machen gerade keine Neuzugänge. 3 Millionen Euro kriegen wir für Marco Richter. Und das ist meiner Meinung nach die Summe, die wir damals hätten maximal bezahlen müssen. Er war nicht mehr als ein durchschnittlicher Bundesligaspieler und wir haben damals zu viel bezahlt. Da bin ich klipp und klar der Meinung. Ich finde, das war auch ein eher schlechterer Bobisch-Transfer. Das gleiche gilt für Suat Serdar. Suat Serdar und Marco Richter werden wir jetzt los durch Leihen und durch einen festen Verkauf für 3 Millionen Euro. Wir haben beide für insgesamt 15 Millionen Euro verpflichtet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich echt enttäuscht bin. Marco Richter, er hat in den letzten Wochen bei uns auf der 10 gespielt, auf seiner Lieblingsposition. Und das, obwohl er dort unfassbar scheiße ist. Für die 10er-Position, für die Schaltzentrale der Offensive, hat er nicht die Übersicht, hat er nicht die Ballbehandlung. Und wenn man das ganze HSV-Spiel sich mal anschaut, dann sieht man halt eben, warum er dort nicht spielen sollte. Auf der 10er-Position brauchen wir mehr oder weniger einen Strategen. Wirklich ein Strategen. Vielleicht auch ein Spieler mit einem guten Abschluss und den hat er durchaus, aber wir brauchen einen Spieler, der Offensivaktionen lesen kann, antizipieren kann, Pässe setzen kann und halt eben Vorlagen geben kann. Und das kann er nicht. Er hatte gegen Hamburg in 54 Ballkontakten 22 Ballverluste. Das ist eine Statistik, die ist gruselig. Er war bodenlos scheiße. Und das nicht nur gegen Hamburg, sondern auch schon gegen Wehen Wiesbaden und gegen Fortuna Düsseldorf, ne? Fortuna Düsseldorf, ja. Das heißt, wir haben ihn auf seiner Lieblingsposition spielen gelassen. Wir haben ihm die Kapitänsbinde gegeben. Aber es fühlt sich so an, als hätte er uns einfach im Stich gelassen. Es fühlt sich so an, als wäre er jetzt einfach gegangen beim erstbesten Angebot in Richtung Mainz. Als hätte er Hertha im Stich gelassen. Natürlich, es hieß, keiner ist unverkäuflich und wenn ein Angebot reinkommt, dann werden wir jeden verkaufen. Ja, schon hieß es so, aber derzeit sind wir drauf und dran, sämtliche Qualitätsspieler oder Spieler, die vielleicht theoretisch die Qualität besitzen, loszuwerden und den Kader, keine Ahnung, wie auch immer, komplett zu ruinieren. Ehrlicherweise, wenn ich mir jetzt das Mittelfeld angucke, mit diesem Mittelfeld momentan gewinnen wir kein Spiel mehr. Da hilft auch nicht nur ein Diego Demme, da müssen 4 Diego Demmes kommen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Qualitätsspieler. Aber dafür fehlt uns wiederum das Geld. Es ist eine riesige Zwickmühle, der wir derzeit stecken. Und ich glaube,
das kann wirklich richtig, richtig übel enden. Zu Marco Richter nochmal sei gesagt, ja, ich glaube, ich bin froh, dass er jetzt weg ist. Meiner Meinung nach ist er der schlechteste Kapitän jemals gewesen, als Kapitän den Verein so im Stich zu lassen, obwohl man die Wünsche wirklich bekommen hat. Er hat auf der Wunschposition gespielt. Er hat die Kapitänsbinde bekommen. Das ist meiner Meinung nach vor allen Dingen für die Fans, die sich jetzt wieder das Trikot geholt haben von ihm, wirklich einfach nur charakterlich meiner Meinung nach schwach. Halt wie ein Söldner meiner Meinung nach. So, das erstbeste Angebot nimmt er halt an. Das ist halt eben das üble Ding. Ja, trotzdem wünsche ich ihm viel Glück in seiner kommenden Karriere. Naja, mal gucken. Er spielt jetzt für Mainz wieder in der Bundesliga. Kann sich ja zu Jessic gesellen, der ist ja auch in der Bundesliga geblieben. Bin ich mal gespannt, ob die sich da wirklich durchsetzen. Aber ohnehin, mit den Leistungen in den letzten Spielen, mit dieser eigensinnigen, schlechten Leistung, brauchen wir ihn sowieso nicht. Aber die Frage ist, wer spielt denn jetzt auf der 10? So, wir haben zwei Spieler, die da durchaus spielen können. Palko Dardai und Benze Dardai. Na top, das klingt ja sehr vielversprechend für das anstehende Spiel gegen Greuther Fürth. Wir haben gerade ein riesiges Qualitätsproblem. Wir reißen uns Lücken auf. Suat Zelda wird gehen, das heißt, wir brauchen noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Da reicht noch nicht mal ein Diego Demme. Wir haben vielleicht Kabrovnik, den wir dort einsetzen können, den ich aber wirklich eher auf der Linksverteidigerposition sehe. Und ich glaube, das könnte hier wirklich übel enden. Ich hoffe, dass wir mit diesen 3 Millionen Euro, die wir kriegen, etwas anfangen können. Dass wir diese reinvestieren können in gute Spieler. Sei es auch, wenn wir nur Spieler ausleihen. Aber es ist wichtig, dass die Spieler so schnell wie möglich kommen. Und ich hoffe, dass man mit diesem Geld Diego Demme zumindest mal so schnell wie möglich fix machen kann. Ja, man sollte dann neben Demme, meiner Meinung nach, trotzdem, habe ich ja vorhin schon gesagt, noch einen 8er, noch einen 10er holen, irgendwie so etwas, vielleicht einen Unterschiedsspieler holen. Marco Richter sollte bei uns der Unterschiedsspieler sein, aber bei uns war er nur Ballast. Das, was er in den letzten Spielen auf der 10 gezeigt hat, war eines Zehners, eines Kapitänes nicht würdig. Deswegen meiner Meinung nach auch der schlechteste Kapitän, den wir jemals hatten. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nach Plattenhardt nochmal sage, aber das ist für mich ein Söldner gewesen, Marco Richter. Das war hier gerade eine komplette Enttäuschung, als ich das vorhin gelesen habe. Und ich bin da wirklich enttäuscht von ihm. Naja, jetzt ist es Zeit, den Kader neu aufzubauen, die Lücken zu stopfen und dann schauen, wer noch geht. Marco Richter ist ja nicht der Einzige, der noch gehen wird. Suat Zerda wird noch gehen, er wird sich in den folgenden Stunden, beziehungsweise Tagen, Hellas Verona anschließen. Dann haben wir noch Spieler wie Oremovic, Kenny, Maolida, die Granaten, die Mentalitätsspieler, die Bobic uns geholt hat, für viel Geld. Maolida hat dafür 4 Millionen geholt, das ist völliger Wahnsinn. Da müssen wir zusehen, dass wir diese Spiele auch noch abgeben. Und der Kader ist so unausgewogen, so unbalanciert, das ist wirklich gruselig. Und ich habe das Gefühl, dass das die Saison richtig in die Hose gehen könnte. Ich habe auch keinen Bock mehr, hier alles schön zu reden, von wegen, wir befinden uns im Umbruch und der Berliner Weg, der ist ja so toll. Ich habe keinen Bock mehr, das schön zu reden. Der Kader ist, so wie er gerade ist, eine absolute Müllhalde, ein absoluter Haufen. Das ist ja gar nichts momentan. Die einzigen guten Aspekte an diesem Transfer sind meiner Meinung nach, dass Richter einer unserer letzten verbliebenen Topverdiener ist. Eben mit Suat Zelda zusammen. Er hat ja unter Bobic auch einen dicken Vertrag bekommen. Das heißt, weitere Gehälter sind gestrichen, hoffentlich auch freigemacht worden für neue Spieler. Und wir sind in der zweiten Liga angekommen, trotz Marco Richter, trotz Suat Zelda, trotz all den anderen Granaten. So, Marco Richter sollte der Unterschiedsspieler sein, aber das hat er nicht gezeigt. Von daher ist der Abgang verkraftbar und hoffentlich holen wir uns dort einen neuen Spieler für diese Position. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute in Mainz. Wenn ich jetzt daran zurückdenke an die letzten Spiele, ja, das war einfach gar nichts. Also wenn man ehrlich ist, ich verstehe sogar den Abgang. 3 Millionen ist mir zwar zu wenig, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, ich sehe das halt eben auch nochmal mit einem etwas anderen Auge. Ich hätte mir da wieder etwas mehr Geld gewünscht. Aber ich hoffe, dass wir endgültig jetzt unseren Transferbeschluss erreicht haben, dass wir jetzt auch schlussendlich neue Transfers tätigen können. Das ist so wichtig. Ja, das größte Problem an Marco Richter war eben die Eigensinnigkeit, die Ballbehandlung, die fehlende Übersicht fürs Mittelfeld und seine Standards. Er hat ja eben auch in den letzten Spielen die Standards geschlagen. Aber Digga, was waren denn das für Standards? Seine Ecken sind halb hochgekommen und jede Ecke war schlecht. Also wenn man ehrlich ist, vielleicht war er in den letzten Spielen einfach nur Ballast und vielleicht kann man zufrieden sein, dass er zurück in die Bundesliga zum ersten FSV Mainz 05 geht. Dort kennt er ja auch bereits Schmidt, mit dem hat er bereits in Augsburg zusammengearbeitet, von daher ist es wahrscheinlich für ihn sogar nochmal etwas einfacher gewesen, die Entscheidung zu treffen. 3 Millionen Euro, ja, wir haben halt für Toussaint und ihn jetzt 6 Millionen Euro zusammenbekommen. Was ist denn das? Das ist wirklich schmerzhaft, gerade Hertha-Fan zu sein. Der Kader, der geht zurück in die Bundesliga, alle Spieler wollen ja in der Bundesliga spielen, aber es ist gerade eine üble Situation.
Da bin ich ehrlich mit euch. Das macht gerade echt keinen Spaß, hier zu sitzen. Ich würde am liebsten einfach alles ausmachen und erst am 31.08. irgendwie mal auf die Transfers schauen. Ich glaube, das könnte diesen Transferfenster durchaus übel enden. Jetzt ist halt eben bloß noch die Frage, wer wird neuer Kapitän bei Hertha? Ich finde es, wie gesagt, immer noch, ja, ich finde es respektlos und ein Unding, dass er die Kapitänsrolle angenommen hat mit dem Hintergedanken, boah, ich nehme doch das erstbeste Angebot an. So, das finde ich einfach ein Unding, dann soll er doch sofort gehen, anstatt dieses dumme Hin und Her zu machen. Aber gut, davon jetzt mal abgesehen, ist ja eben die Frage, wer wird jetzt der neue Kapitän? Meiner Meinung nach sollte es Toni Leistner sein. Oder halt eben zum Beispiel ein Neuzugang in Form von Diego Demme. Ansonsten mit allen anderen Spielern kann ich mich derzeit überhaupt nicht identifizieren. Alle anderen Spieler geben kein Gas, kämpfen nicht, sind einfach nur da wie nasse Sandsäcke. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, dieses ganze Chaos bei uns. Und ich hoffe, dass es bald mal sein Ende findet. Nun ja, zu den anderen Transfers. Jetzt mal abgesehen von Marco Richter sei gesagt, dass wir da noch ein bisschen abwarten müssen. Sugarzer, da steht wohl vor einem Wechsel. Das wird auch noch spannend zu sehen. Ja, ich habe ja schon vorhin die Spieler aufgezählt. So, Uremovic, Kenny, Mauli, da sind auch noch da. Es wird, ey, auf jeden Fall spannende Woche wird es jetzt. Das kann ich euch sagen. Nun ja, an dieser Stelle würde ich aber sagen, dass das erstmal mit diesem Video war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Um in Zukunft nichts mehr rund um Hertha, Transfers und so weiter und so fort zu verpassen, abonniert auch ganz gerne diesen Kanal. Like gerne dieses Video, sollte es euch gefallen haben. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Genießt den Abend und ciao.